Hallo allerseits! Wie das Thumbnail und der Titel schon vermuten lässt, sind wir gerade am Koffer packen. Warum, wieso, weshalb, welche Entscheidungen wir getroffen haben, das seht ihr in diesem Video. Hi und willkommen zurück. Wie schon gesagt, sind wir gerade am Packen. Wir packen Koffer und Kisten. Und ja, das bedeutet, wir ziehen schon wieder um. Die Entscheidung zum Umzug ist gefallen. Wir haben am Montag das Okay für unsere neue Bleibe bekommen. Und ich versuche jetzt innerhalb von ein, zwei Wochen weitestgehend das Haus hier leer zu machen und umzuziehen. Deswegen wird es höchstwahrscheinlich nächste Woche auch kein Video geben, weil ich einfach ein bisschen im Stress bin mit all den anderen Sachen. Keine Angst, wir haben nicht vergessen, dass wir ganz viele tolle Themenvideos angekündigt haben. Die werden auch alle noch kommen, aber ich möchte sie eben nach hinten verschieben, sodass ihr auch ein bisschen auf dem aktuellen Stand seid. Warum wir uns dafür entscheiden, jetzt schon wieder umzuziehen, hat viele verschiedene Gründe. Also wir hatten ganz viele Optionen und Möglichkeiten, wie wir unseren Weg in Kanada weitergehen wollen. Die wichtigste Entscheidung ist wohl, dass wir auf Prince Edward Island bleiben. Wir werden unsere PR-Anträge mit dem Provincial Nominate Program machen. Nehmen also Abstand vom Atlantic Pilot. Warum, kann ich euch mal in einem anderen Video erklären oder euch einfach privat beantworten, wenn es euch interessiert. Ansonsten ändert sich nicht viel. Also der Sven wird bei Bulk Carriers weiterfahren. Da sind wir, wie gesagt, grundsätzlich zufrieden. Und ich werde mit der Zoe vorerst zu Hause bleiben und so weiter. Die größte Änderung hier an sich ist eben unser Umzug. Wir ziehen um, weil das Haus einfach unheimlich groß ist und niemand es nutzt. Die meiste Zeit bin ich mit der Zoe allein. Ich habe hier drei riesige Räume, die eigentlich leer stehen. Und der Rest wird eben von uns zweien so mehr oder weniger genutzt. Zudem habe ich den riesigen leeren Keller und einen riesigen Garten. Und ich brauche es einfach nicht. Das war im Grunde schon von Anfang an klar. Es war nur noch nicht sicher, ob wir daraus was Sinnvolles machen können und ob wir es nutzen oder ob wir dann eben später wieder umziehen. Und das ist jetzt der Fall. Der Umzug bringt uns persönlich viele, viele Vorteile. Wir werden uns jetzt verkleinern. Ganz im Sinne von Minimalismus und Frugalismus kommt uns das natürlich wie gerufen. Wir werden in eine Wohnung in einem Zweifamilienhaus ziehen, ein sogenanntes Duplex. Das Haus gehört einem Freund von uns und er vermietet seine untere Etage, in dem es ein separates Apartment gibt. Und ja, das, zum einen ist das einfach nicht mehr an diesem vielbefahrenen Highway, sondern in einer kleinen Seitenstraße. Zum anderen haben wir trotzdem viele Vorzüge. Wir haben einen großen Garten, den wir natürlich nutzen können und alles, was wir sonst so brauchen. Wir bleiben trotzdem in Cornwall auf PEI, das heißt, wir kennen uns hier aus, wir sind ganz in der Nähe, können weiterhin die Spielgruppen besuchen und alles, was wir uns hier so aufgebaut haben. Und wir sparen natürlich einiges an Geld, dadurch, dass es einfach kleiner ist und nur noch eine Wohnung, kein eigenes Haus mit allen Verpflichtungen, denken wir, ist das eine ganz gute Entscheidung. Außerdem haben wir dann natürlich unseren Kollegen und liebgewonnenen Freund mit seiner Familie direkt über uns und können dann mit Sicherheit ein paar schöne Tage verbringen. So, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Nur, dass ihr eben mal eine ganz kurze Info habt, wie es hier weitergeht und warum ich vielleicht nächste Woche auch kein neues Video präsentiere. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr bleibt dran und seid genauso gespannt wie wir aufs neue Apartment. Wie das Ganze aussieht, werde ich euch zeigen, höchstwahrscheinlich im nächsten Video fürs Kanada-Format. Und was das dann von Kosten bedeutet und so weiter, das werde ich euch im Format Money Monday erzählen. Wenn es euch interessiert, dann bleibt doch dran. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!